damit liegen wir doch ziemlich gut. Was heißt das aber? Jetzt müssen wir aber gucken, was machen wir in dem Bereich, wenn wir Wasserstoff reinkriegen. Wie gehen wir damit um? Und diese Prüfungen werden jetzt an einen Inselversorgung auch durchgeführt, sodass wir dann auch sagen können, im Unterschied Erdgas zu Wasserstoff angereichertem Gas, was haben wir da für Veränderungen oder was muss man noch zusätzlich machen? An der Stelle hätte ich eine Frage an Sie. Ja. Und zwar gibt es für eine Konformitätserklärung nach DGRL entsprechende harmonisierte Normen für diese Anwendungen? Das gibt es noch nicht. Es gibt aber, es hat die FIGAVA hat mit seinen Herstellern ein Zertifikat erstellt für die Produkte und nach diesem Zertifikat können Sie oder Sie bekommen ein Zertifikat, wo Sie Wasserstoff taugliche Geräte bekommen können und da steht dann genau drin, bis zu welchem Prozentsatz Sie das bekommen können. Also das ist eine Vorgabe oder als von den Herstellern gemacht worden, um da ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen und auch was mitliefern zu können, weil wir in vielen Bereichen noch keine Prüfgrundlage für die Geräte haben. Die werden jetzt im Moment gerade auch erst erstellt. Gas, die Anlage befüllen. Bei Wasserstoff ist das nicht mehr ganz so einfach. Wenn Sie das mit Stickstoff prüfen, haben Sie noch lange nicht die Dichtheit, die Sie für Wasserstoff brauchen. Das heißt also, Sie müssten eigentlich die Anlage mit einem Gas prüfen, was eben die gleiche Molekülgröße hat wie Wasserstoff. Das wäre zum Beispiel Helium. Helium ist aber relativ teuer, ist auch selten und könnte bei größeren Anlagen, bei größeren Volumina gar nicht abgedeckt werden. Wenn man jetzt sagt, man prüft das mit Wasserstoff, hätten wir ein anderes Sicherheitskonzept. Nämlich, wenn wir eine Undichte haben, hätten wir dann eine explosionsfähige Atmosphäre eventuell, was wir vorher bei Stickstoff nicht hatten. Das ist das Problem, was wir im Moment haben. Deswegen wäre zum Beispiel ein Formiergas eine gute Alternative. Ja, was müssen Sie im Moment machen, wenn Sie eine Wasserstoffregelanlage bauen wollen oder eine Wasserstoffeinspeiseanlage bauen wollen? Sie müssen natürlich sich auch gewissen Regularien unterliegen. Was darf ich denn überhaupt oder welche Gesetze, welche Verordnungen, welche technischen Regelwerke gibt es? Und das kann man ganz gut in der Gasinformation Nummer 27 des DVGW sehen. Da ist nämlich mal der ganze Weg, die Verwertungskette aufgelegt und alle Gesetze und Regelwerke sind da hinterlegt. Also in dieser Gasinformation Nummer 27 haben Sie einen guten Anhaltspunkt, wenn Sie eine Power-to-Gas-Anlage bauen wollen, wie Sie da auch mit den Genehmigungsverfahren umzugehen haben.